Herzlich willkommen zu einem Video von kreativekiste.de. Kleines Tutorial über eine der wichtigsten Funktionen in GXWorks 2, nämlich das Set und das Reset. Mit Set und Reset kann ich nämlich einen Ausgang permanent ein- oder ausschalten. Dazu brauchen wir einmal das Set und einmal das RST für Reset. Dann können wir an diesem Fragezeichen direkt unseren Eingang wählen, X0 und X1. Ich kann natürlich auch hier, wenn ich mehrere Bedingungen habe für diese Funktion, kann ich natürlich hier auch Ein- und Ausgänge setzen und die mit einer Linie verbinden. Brauche ich hier aber nicht. Das Setzen und Rücksetzen brauche ich ja für einen Ausgang. In diesem Fall den gleichen. Verwende ich hier Y0 für beide. EN0 kann ich nicht direkt anwählen. Da muss ich also einen Ausgang setzen. Der muss auch nicht belegt sein. Damit man sieht, was hier passiert, verwende ich hier den M0 und den M1. Das Hochladen erspare ich euch. Ich bin jetzt online auf der SPS und wenn ich jetzt mal ein X0 drücke, dann sieht man, dass in dem Moment der M0 auch wahr ist und wenn ich loslasse, ist er nicht mehr wahr. Y0 dagegen bleibt wahr. Das gleiche jetzt mit der Reset-Funktion. Drücke ich jetzt die Reset-Funktion, ist M1 auch wahr und Y0 wird eben auch aus. Wie gesagt, das Setzen und das Rücksetzen, das Speichern eines Zustandes mit einer der wichtigsten Funktionen in SPS-Steuerungen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit GXWorks 2.